رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir machen weiter mit Sira des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und zwar, barakallahu fikum, wir waren zuletzt bei die Auswanderung, die zweite Auswanderung nach Abyssinien. Hijrat al-Habasha al-Thaniya. Als die Muslime zurückkamen von Abyssinien, es gab zwei Auswanderungen nach Abyssinien. Die erste und dann eine zweite. Nach der ersten Auswanderung haben die Muslime gedacht, weil sie Nachrichten bekommen haben, dass Umar radiallahu anhu den Islam angenommen hat, Hamza den Islam angenommen hat, dass die Muslime stark geworden sind in Mekka, und deshalb haben sie Nachrichten bekommen, dass die Muslime Freiheit bekommen haben, dass sie ihre Religion praktizieren, und deshalb kamen sie zurück. Als sie dann in Mekka ankamen, haben sie nochmal festgestellt, dass die Kuffar von Quraysh die Muslime foltern, dass sie gegen den Propheten sind, dass sie den Islam sozusagen schlecht darstellen wollen und dass die Lage für die Muslime sehr schlimm war. Und deshalb haben sich die Leute nochmal entschieden. Die waren entweder 83 Männer oder 82 Männer und 18 Frauen. Sie haben sich entschlossen, dass sie nochmal nach Abyssinien auswandern. Und die Gelehrten natürlich haben Namen erwähnt von den Leuten oder von Sahaba, die auswanderten. Einer davon war Ja'far ibn Abi Talib und Asma bint Umays, die Frau von Ja'far, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Ubaida, Habiba, die Frau, die Tochter von Abi Sufyan, und andere. Und sie waren dann in Abyssinien angetroffen. In Abyssinien, der Prophet sallam, sagte seinen Gefährten, ihr sollt zu einem Land auswandern. In diesem Land herrscht ein König und bei ihm wird kein Unrecht geduldet. Und er meinte Negus von Abyssinien, An-Najash. Als Quraysh dann merkten, dass die Muslime bei An-Najashi, bei in Abyssinien, dass sie gut gelebt haben und dass sie ihre Religion praktizieren konnten, hat es ihnen nicht gefallen. Und deshalb haben sie jemanden geschickt oder haben sie eine Gruppe von Leuten geschickt nach Abyssinien, damit sie mit Negus von Abyssinien verhandeln, dass er ihnen diese Leute, sage ich jetzt, zurücknimmt. Natürlich, barakallahu fikum, Abdullah ibn Abi Rabi'a und Amr ibn al-As waren die Personen, die zu Negus gegangen sind, weil sie gereist sind, weil sie ihn kannten, und sie kamen mit vielen Geschenken zu ihm, und sie haben ihm gesagt, das sind Leute, die unsere Religion verlassen haben
und Leute, die schlecht gemacht haben und die sind Sklaven von uns und die sind weg, sage ich jetzt, geflohen. Und so wollen wir zurück. Aber Negus sagte nein, bei mir klappt das nicht, ich muss von beiden Seiten hören. Und hier, barakallahu fikum, sagen die Gelehrten von Sira, dass Negus seine Priester geholt hat und er hat sie gefragt, was ist das, was diese Leute erzählen? Und dann hat er die Leute von Quraysh und die Muslime gebracht und es gab diese bekannte Diskussion zwischen Ja'far ibn Abi Talib und zwischen Amr ibn al-As und Abdullah ibn Abi Rabi'a. Und als An-Najashi hörte, was ihm Ja'far ibn Abi Talib erzählt hat, dann hat er gesagt, nein, diese Leute werden hier bleiben. Und der Unterschied zwischen meiner Religion und ihrer Religion ist nicht so groß. Und deshalb, diese Leute sind herzlich willkommen bei mir und die sollen hier bleiben. Dann haben sie gesagt, aber weißt du nicht, was sie über euren Isa ibn Maryam erzählen? Dann hat er gesagt, was erzählen sie? Dann hat Amr ibn al-As ihm erzählt, dass sie sagen, ja, dass Maryam Isa bekommen hat und so weiter und so fort, aber natürlich mit schlechten Wörtern. Dann erzählte Ja'far ibn Abi Talib die Geschichte von Isa, was im Koran ist. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, diese Geschichte kann man nicht bestätigen. Das heißt, da kann man nicht sagen, dass es authentisch ist. Aber mit Sicherheit gab es eine Auswanderung nach Abyssinien. Mit Sicherheit gab es dort in Abyssinien, dass die Muslime zum Islam oder den Islam praktiziert haben und dass sie irgendwie mit Negus in Verbindung gekommen sind, weil dann dieser Negus, und er hieß Ashama, er hat den Islam angenommen. Und später, als er starb, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die waren dann in Medina, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Bruder von euch ist heute gestorben. Oder er sagte, ein guter Mann ist heute gestorben und er hat die Sahaba in Reihen gestellt und sie haben Leichnam, Gebet verrichtet für Ashama, Negus von Abyssinien. Natürlich, der Negus von Abyssinien, er hat seinen Islam versteckt und er hat sich gezeigt als Christ. Und er hat natürlich so regiert nach dem Christentum, weil er nicht einfach, er war der Einzige, der den Islam angenommen hat. Und er könnte das nicht zeigen vor den anderen Leuten, dass er Muslim geworden ist. Aber er war Muslim. Und das ist ein Beleg, barakallahu fikum, wenn man nicht imstande ist, in einem Gebiet oder an einem Ort den Islam zu zeigen, dass man den Islam verstecken kann. Zum Beispiel, wenn jemand irgend in einem Dorf, sage ich jetzt in Bayern oder irgendein Dorf, bei Leuten, die gegen den Islam sind und die Person ist die einzige im Dorf, der den Islam angenommen hat und wenn diese Person den Islam zeigt, dann wird diese Person abgestoßen, bekommt viele Probleme. Da braucht man nicht direkt den Islam zu zeigen, sondern langsam. Und das war so auch mit An-Najashi, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Auch Abu Bakr radhiyallahu alayhi wollte nach Abyssinien auswandern. Und als er das machen wollte, dann hat Ibn Ad-Dughunna, ein Mann, der hieß Sayyid al-Qarra, der hat Abu Bakr getroffen. Der hat Abu Bakr getroffen und er sagte ihm, wohin willst du? Er sagte, ich will auch auswandern nach Abyssinien. Dann sagte ihm Ibn Dughunna, du sollst niemals dein
deine Stadt verlassen. So eine Person wie du sollte nicht Mekka verlassen, du bleibst in Mekka. Du hilfst den Armen, du unterstützt die Bedürftigen, du bist gastfreundlich und du hilfst den Leuten, wenn sie Probleme haben. Ich bin dein, sozusagen, ich werde dich schützen. Und du kannst in Mekka deinen Herrn anbeten und keiner sollte dir was tun dürfen. Dann ist Ibn Dughunna zurück mit Abu Bakr und er sagte ihnen, Leute von Mekka, wie könnt ihr so eine Person zwingen, dass er Mekka verlässt? So eine Person, die gut ist und so weiter und so fort. Dann haben sie gesagt, ja, er macht uns Problem, weil wenn er Koran liest, dann hören unsere Frauen zu und unsere Kinder zu. Und wir haben Angst, dass unsere Frauen und Kinder den Islam annehmen. Deshalb, wenn er Koran liest, dann soll er das bei sich zu Hause machen. Dann hat er mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich werde das so machen. Und dann ist Abu Bakr in Mekka geblieben. Und das ist nochmal ein Beweis, dass der Koran große Wirkung auf sie gehabt hat, auf die Kuffar von Mekka, indem sie Angst gehabt haben, dass ihre Kinder und ihre Frauen sozusagen den Islam annehmen. Subhanallah, in unserer Zeit, ja. Schaut mal, dieser Angriff, gegen diesen Angriff, diesen harten, sage ich jetzt, Angriff gegen die Muslime und gegen den Islam. Und subhanallah, es gab einen Minister hier in Deutschland, Minister, der war so gegen den Islam. Und subhanallah, ausgerechnet zu Hause bei ihm ist jemand Muslim geworden. Seine Tochter hat den Islam angenommen. Subhanallah, hier in Deutschland. Auch was wir wissen von bestimmten Leuten, die den Islam angenommen haben, dass manche Leute, der Vater oder die Mutter, die waren so gegen den Islam. Und später ihre Kinder haben den Islam angenommen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Weil die meisten Leute den Islam nicht richtig kennengelernt haben. Und die haben vom Islam nicht richtig gehört. Und die wissen natürlich zwangsweise nur das, was man ihnen zeigt vom Islam. Aber was der wahre, richtige Islam ist, ist selten heute zu erklären. Und du bekommst die Möglichkeit nicht. Auch wenn du zum Beispiel ein bisschen Möglichkeit bekommst, was zu erklären, erzählen über Islam, dann werden sie das angreifen. Und mittlerweile denke ich, wir alle. Ich weiß nicht, ob wir wach geworden sind oder nicht. Aber was ich sehe, leider bei vielen Muslimen, die sind noch im Schlaf. Und bei Nicht-Muslimen, die interessieren sich nur dafür, was man ihnen sagt oder erzählt durch die Medien. Da merkt man mittlerweile, dass man den Islam nur, sage ich jetzt, schlecht darstellen will, weil man Angst hat, dass die Leute den Islam annehmen. Und deshalb, man sollte, das ist Plan, wie immer, man sollte den Islam schlecht darstellen, damit die Leute abgeschreckt werden, den Islam anzunehmen. Aber trotzdem, sie werden den Islam annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Schaut mal unsere Zeit, wie das schlimm ist und die Muslime und das hier. Aber das ändert sich schnell. Das ändert sich schnell. Und wir wissen nicht, wann das sein wird, dass die Muslime wach werden. Aber dass sie wach werden, ist außer Diskussion. Und dass die Leute gegen die Muslime sind, auch ist außer Diskussion. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen. Und wir werden sehen, welches Versprechen wahr sein wird. Versprechen von Shaitan oder Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, sagt man khairan. Wir haben gesagt, natürlich, dazwischen gab es
so eine Art Embargo und Boykott gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und gegen Bani Hashim. Und das wurde aufgehoben. Und dann, barakallahu fikum, dass die Kuffar versucht haben, Abu Talib davon zu überzeugen, dass er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam nicht mehr hilft. Aber Abu Talib hat das nicht angenommen. Und er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geholfen. Aber trotzdem ist Abu Talib als Kafir gestorben. Und so zwei, drei Jahre bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina auswanderte, gab es natürlich eine harte Zeit für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar Abu Talib ist gestorben. Und als Abu Talib im Sterben war, dann kamen die Mekkaner, die Führer von ihnen, zu ihm. Und sie haben mit ihm nochmal verhandelt, dass er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam redet. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht akzeptiert, dass er die Religion verlässt. Und hier natürlich war das sehr traurig für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er wollte gerne, dass Abu Talib den Islam annimmt. Schaut mal, was Abu Talib geleistet hat für den Islam. Er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam geschützt. Er hat ihn unterstützt. Der war immer derjenige, der auf seiner Seite war. Und er sagte auch selber, Abu Talib, ich hab geschaut, welche Religion die beste Religion ist und die wahre. Und dann habe ich gefunden oder festgestellt, dass die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam die wahre Religion ist. Aber die Leute werden mich kritisieren und deshalb habe ich den Islam nicht angenommen. وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. Ich weiß, dass die Religion Muhammad die beste Religion ist. Aber die Leute mich tadeln und kritisieren und werden sagen, der alte Scheich folgt seinem Neffen. Und dies nennt man Kufr al-I'rad wal-Kibr. Da wird diese verleugnen. Abu Talib wusste, dass das die Wahrheit ist. Aber er war arrogant in dieser Sache und er wollte das nicht annehmen, weil die Leute ihn kritisieren werden. Und dann ist Abu Talib als Kafir gestorben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, mein Onkel, ein Wort, sag nur dieses Wort. Wenn du das sagst, dann werde ich für dich sprechen am letzten Tag. Für Sprache leisten, nur das Wort La ilaha illallah. Aber Abu Talib hat das nicht akzeptiert. Einige von Schia haben behauptet, dass Abu Talib den Islam angenommen hat, indem er das ins Ohr vom Propheten geflüstert hätte. Aber dies können wir nicht bestätigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Der Prophet sagte, ich werde Fürsprache für meinen Onkel Abu Talib leisten. Der wird in der tiefsten Stelle, in der sozusagen wenigsten mit, sage ich jetzt, mit Strafe Stelle sein. Er wird Schuhe von Feuer bekommen, sein Gehirn wird davon kochen. Das ist sozusagen als Fürsprache für Abu Talib, weil er so viel gemacht hat. Und das ist speziell und spezifisch nur für ihn. Aber der kommt trotzdem in der Hölle. Trotz alles, was er gemacht hat. Und das war natürlich, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, ein harter Schlag für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Onkel verloren hat. Und nachdem Abu Talib starb, dann haben die Mekkaner intensiver den Propheten angegriffen
Und sie haben die Sahaba gefoltert. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam öffentlich dann gefoltert und angegriffen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Quraysh hat mir nicht so schlecht getan, außer nach dem Ableben von Abu Talib. Und in diesem Jahr auch. Barakallahu fikum, starb Khadija Ridwanullahi alaiha, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahibi wa sallam. Und das war so im Jahre 10 nach der Auswanderung, nach der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahibi wa sallam. Und Barakallahu fikum, Khadija Ridwanullahi alaiha ist eine der besten Frauen überhaupt dieser Welt. Überhaupt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, von Männern gab es sehr viele gute Leute und von Frauen waren wenige. Und eine davon ist Khadija bint Khuwaylid, Ridwanullahi alaiha. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie so geliebt. Und sie war die Mutter von seinen allen Kindern, außer von Ibrahim. Die Mutter war Maria al-Qibtiyya. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Khayru nisa'iha Khadijatu bint Khuwaylid. Die beste unter den Frauen überhaupt ist Khadija bint Khuwaylid. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass er die Botschaft bekommen hat, dass Khadija ein Haus im Paradies bekommen wird von Perlen. Und sie ist die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch ins Paradies. Und er hat sie am meisten geliebt, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Auch nach ihrem Sterben war er zu ihr treu, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Abu Talib ist gestorben, Khadija ist gestorben, die Unterstützung vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist weniger geworden, die Sahaba sind in Abyssinien ausgewandert, die Mekkaner foltern den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, foltern die Sahaba radhiyallahu alaihim, die Muslime haben keine Rechte, die können nichts tun, und wenn sie was sagen, dann sagt man ihnen, ihr spaltet unsere Nation, ihr habt unsere Religion verlassen, ihr macht uns Probleme, ihr spaltet zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter. Subhanallah, ich meine, diese Wörter, als ob wir jetzt, ich denke, das ist wie unser Leben, oder? Ein bisschen schon. Die gleichen Wörter. Ich meine, es gab damals keinen Terrorismus. Aber sie hätten das bestimmt benutzt. Bin mir hundertprozentig sicher. Die haben natürlich zum Teil auch gesagt, ja, sie wollen, dass unsere Familien gegeneinander aufgehetzt werden und dass wir einander töten und so weiter. Naja, ein bisschen. Aber jederzeit benutzt man andere Wörter. Aber der Sinn ist das gleiche. Diese Leute sind schlecht. Die ihre Religion ist nicht gut, einige von ihnen, aber sie haben niemanden damals gefunden, dass sie ihn angreifen, weil die Muslime richtig gelernt haben, sie haben richtige Erziehung bekommen, sie haben richtig Geduld gezeigt. Deshalb ist kein, sie haben niemanden gefunden, damit sie sagen, schaut mal. Aber heute leider finden sie bestimmt Leute, die sie organisieren, ausbilden und unter den Muslimen schicken, damit sie bestimmte Themen tun und am Ende der Islam und die Muslime. Die haben so ein Projekt gemacht oder einen Versuch gemacht. Einer kommt mit Turban und mit Gewand, mit einer Tasche. Und er schmeißt die Tasche und er sagt, Allahu Akbar, alle Leute fliehen. Und die rennen, einer der springt ins Wasser, der andere der springt vom Dach und so weiter. Und dann haben sie einen normalen Menschen, normal, angezogen, normal. Der kommt auch mit Tasche und der wirft das und der sagt, Allahu Akbar. Die Leute, okay, die bewegen sich, aber nicht wie derjenige mit Turban und mit Bart.
das klassische Konditionieren. Das klassische Konditionieren. Rede vom Islam, dann denkt man sofort an Bombe. Rede vom Islam, denkt man Selbstmord. Rede an Islam, dieser Ehrenmord oder wie heißt das? Mord ist niemals Ehre. Auf jeden Fall, Rede vom Islam, denkt man an diese Leute, okay? Und das ist genau der Sinn dieser Sache. Alhamdulillah. Ich denke aber mittlerweile, langsam, werden die Leute wach. Auch die nicht Muslime. Langsam werden sie wach und die sehen, dass die Sache komisch geworden ist. Mal sehen, was sie neulich jetzt bringen. Es muss was Neues geben, Barakallahu fikum. Ich meine, eine neue Serie. Vielleicht Bachelor oder diese Bachelorette, Bachelor als Muslime. Vielleicht ein paar Imame gehen da rein. Kein Problem, warum nicht? Ja, Imame, zwei Imame heiraten auch, Warum nicht? Und zwei Imaminnen heiraten. Heiratswahl. Allah al-Musta'an. Möge Allah uns bewahren. Mekka war zugeschlossen. Alle Wege zur Dawa waren zu. Der Prophet Sallam hat keine Möglichkeit mehr gehabt. Was macht man in so einem Fall? Da sucht man sich einen anderen Ort, damit man dort anfängt, eventuell Dawa zu machen, dass die Leute diese Dawa akzeptieren. Und deshalb ist der Prophet Sallam im Jahr 10 nach der Botschaft ist er mit Zayd ibn Haritha nach At-Ta'if gegangen, salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und At-Ta'if gab es Thaqif. Und diese Thaqif haben drei große Führer von ihnen, Abd Yalayl, Mas'ud und Habib ibn Amr, Banu Amr ibn Umayr. Das sind die drei Führer von ihnen. Der Prophet Sallam hat mit ihnen gesprochen über den Islam. Sie haben sich lustig gemacht über den Propheten Sallam. Und sie sagten ihm, schau mal, bei uns findest du hier keinen Platz, kehre zurück, wir wollen dich nicht. Und natürlich die Geschichte, die Sira-Autoren, sie reden davon, dass der Prophet Sallam mit Steinen geworfen wurde und beworfen wurde, sallallahu alaihi wasallam. Und dann kommt diese Geschichte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Bittgebet gemacht hat und dass er dort Addas al-Nasrani getroffen hat und er hat ihm gesagt, woher kommst du und so weiter, obwohl diese Geschichten nicht so bestätigend sind laut Beweis. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, sagt nachher, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zurück nach Mekka, aber die Leute von Mekka haben gehört, dass er bei Thaqif war und sie haben Probleme untereinander. Und das war bei den Arabern etwas Großes, dass man seinen arabischen Stamm verlässt und zu einem anderen Stamm geht. Deshalb der Prophet Sallam konnte nicht zurück nach Mekka einfach kommen. Aber während der Rückreise nach Mekka gab es, barakallahu fikum, zwei Themen, die wichtig waren. Erstens kam Jibril alayhi salam mit dem Engel von den Gebirgen und er sagte, O Gesandter Allahs, ich bin Jibril und dieser Engel ist Engel der Gebirge. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm befohlen, das zu tun, was du sagst. Und wenn du willst, dass er die Gebirge auf sie fallen lässt, dann wird er das machen. Al-Akhshabin, die sind zwei Gebirge von Mekka. Wenn du willst, dass er das auf sie fallen lässt, macht er. Dann sagte der Prophet, nein, ich hoffe, dass einer von ihnen den Islam annimmt und La ilaha illallah sagt. Subhanallah. Schau mal die Barmherzigkeit und wie der Prophet gehandelt hat. Er könnte sagen, diese Leute, die haben das mit mir gemacht, die Gebirge sollen auf sie fallen und fertig. Hat nein, vielleicht einer von ihnen wird den Islam annehmen. Und subhanallah, später
haben die Leute von Thaqif fast alle den Islam angenommen. Und die waren die Leute, die für den Islam so viel geleistet haben, wie der Prophet sallam mit Gebet gemacht hat. Und als der Prophet sallam dann in Nakhla war, und das ist so ein Platz in der Nähe von Mekka, dann kam zu ihm eine Delegation von Djinn. Ja, von Djinn. Wir sind davon überzeugt, dass es Djinn gibt. Und diese Djinn sind Geschöpfe Allahs. Aus Feuer sind sie. Und der Shaitan ist von Djinn. Und bei diesen Djinn gibt es gute Djinn, Muslime. Und es gibt Djinn, die nicht Muslime sind. Und genauso wie die Menschen. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Gibt es bei Djinn auch gute Djinn und schlechte Djinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Das wird, als wir dir eine Gruppe von Djinn geschickt haben, dass sie den Koran zuhören. Als sie dann kamen und zugehört haben, die haben gesagt, leise sein. Und als sie zurückkamen zu ihrem Volk, sie haben ihnen erzählt, wir haben etwas gehört, ein Buch nach dem Buch von Musa, was gesandt wurde, bestätigen für das, was im Buch von Musa ist. Und dann haben sie gesagt, unser Volk nimmt das an, was Allah subhanahu wa ta'ala euch zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala euch aufgerufen hat. Und diese Djinn haben den Islam angenommen und sie haben dann Da'wa bei dem Djinn auch angefangen. Einige Leute wollen sich über uns lustig machen, weil wir sagen, es gibt Djinn und die Djinn können in Menschen inkarnieren und die Djinn sind ein Volk und so weiter. Deshalb, sie haben sich lustig gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ein paar Djinn geben, dass sie in sie rangehen, damit sie wissen, dass Djinn existieren. Okay. Ich meine, subhanallah, diese Leute, ich weiß nicht, was sie sind. Das sollte man sich ein bisschen vergewissern, fragen, was die Leute sagen. Ich meine, das, was wir sehen und was wir erleben, dass die Menschen zu uns kommen, und die haben eine Stimme und auf einmal haben sie eine andere Stimme. Und dass sie von bestimmten Themen sagen. Und wenn man Ruqya bei ihnen machen, dann geht der Djinn raus und der Djinn erzählt uns bestimmte Themen, was die Leute, die normalen Leute nicht wissen. Das alles wollen sie nicht hören. Die wollen nur hören, ja, diese Muslime behaupten, es gibt Djinn und die Djinn inkarnieren in Menschen. Ja, das ist unser Glaube. Wir sind davon überzeugt und wir stehen das dazu. Wenn sie sich über uns lustig machen, dann müssen wir das hinnehmen. Aber wenn wir eine Antwort geben und wenn wir sie erwidern in ihren Meinungen, dann sind wir extrem und schlecht und Terroristen und nicht mehr auf dem Boden der Verfassung und ich weiß nicht was und jenes und so weiter. Und das alles, das gehört dazu. Aber Alhamdulillah, das steht bei uns im Koran. Es gibt ein Surah, das heißt Surah al-Jinn. Es gibt ein Surah, das heißt Surah al-Jinn. Und deshalb, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, dann Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Jinn haben den Islam angenommen. Der Engel der Gebirge kam zum Prophet sallam. Der Prophet sallam sagte, vielleicht einer von ihnen. Da wollte der Prophet sallam nach Mekka. Die Leute von Mekka haben nicht mehr akzeptiert, dass er reinkommt. Und sie wollten ihn eigentlich töten. Dann, barakallahu fikum, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ureiqat geschickt zu Al-Akhnas ibn Shuraiq. Er sagte, dass du mich schützt, wenn ich nach Mekka reinkomme. Der hat Schutz bei ihm gesucht. Und das geht, dass man bei einem anderen Menschen Schutz suchen, weil der Prophet zusammen machen wollte. Er sagte ihm, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und einer, Al-Mut'im ibn Adi,
sagte, ich mache das. Und er hat 6 oder 7 erwachsene Kinder gehabt. Die haben alle Schwerter, ihre Schwerter genommen und die haben den Propheten Sallallahu in der Mitte laufen lassen. Und dann haben sie gesagt, der geht und wir schützen ihn. Dann kam Abu Sufyan. Er sagte ihm, willst du ihn schützen oder folgen? Weil sie Angst gehabt haben, Al-Mut'am nimmt den Islam an. Und er war ein Führer von Mekka. Da hat er gesagt, nein, nur ich schütze ihn. Das wird, der ist unter meinem Schutz. Und Barakallahu fikum, das war natürlich schlimm genug, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann in Mekka rein oder nach Mekka zurückkommen konnte, nur unterstützt von Al-Mut'im al-Adi, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das für ihn nicht vergessen, was er mit ihm Gutes gemacht hat, Al-Mut'im. Und Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Schaut mal in dieser Lage. Abu Talib stirbt, Khadija stirbt, radhiyallahu anha. Die Leute von Mekka, die versuchen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, sie akzeptieren ihn nicht mehr in Mekka. Der geht zu Ta'if sallallahu alaihi wasallam. Die Leute von Ta'if, sie akzeptieren auch ihn nicht. Das war eine sehr schwere Situation für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deshalb gab es nach dieser schweren Zeit eine Erleichterung. Und diese Erleichterung war Al-Isra wal-Mi'raj. Das wird die Himmelreise und die Nachtreise. Und das machen wir das nächste Mal in Italien. Wir reden über Al-Isra wa Al-Mi'raj bi'idhn ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Naam. Ja, ich habe 4 Fragen. Ja, 4. Die erste Frage wollte, als Abu Bakr wollte nach Habasha und ich hatte den Namen vergessen, du hast erwähnt. Ja. Der wollte ihm, dass er wohl bleibt. War er stärker als Umar Farouk? Wer meinst du? Also der ihm abgehalten hat, dass wir brauchen nach Habesha gehen, sondern wir in Mekka. Also dieser Mann, Ibn Duhunna, ja, oder Sayyid al-Qara, war bekannt unter den Leuten in Mekka und unter den Arabern. Und er hat ein Wort bei ihnen gehabt. Aber Umar war doch gegen sie, weil er den Islam angenommen hat. Deshalb, sie nehmen nicht von Umar, aber von dem anderen schon. Aber der war kein Muslim. Doch, der hat den Islam dann angenommen. Als sie. Umar radhiyallahu alayhi hat den Islam angenommen später, nachdem die Leute nach Habesha, nach der ersten Auswanderung nach Abyssinien waren. Später hat Umar den Islam genommen. Und bei zweiten war Umar schon radhiyallahu alayhi Muslim. Ja. Und dann hast du die Namen von Najashi, ein anderer Name. Ashama. Das war der Name von Najashi. Achi, Negus oder Najashi ist kein Name, sondern das ist die Bezeichnung für Oberhaupt von Abyssinien. Wie wenn du sagst König, oder wenn du sagst Kaiser, oder wenn du sagst Emir, oder Kanzler. Bei Abyssinien heißt er Negus, Najashi. Und dieser Najashi hieß Ashama. Ja. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاك الله خير.